bist auf der Suche nach einer 1500€ Gaming-PC-Konfiguration, bei der wir das Maximum an Leistung für dein Budget herausholen, indem wir einen Ryzen 5800X mit einer RX 6800 XT kombinieren, sodass sogar 4K-Gaming mit mindestens 60 FPS und Ultra-Settings problemlos möglich sind? Dann bist du hier genau richtig. Mehr dazu erfährst du nach dem Intro. Wer meine PC-Konfiguration kennt, der weiß, dass ich nicht nur viel Wert darauf lege, dass man für sein Budget das Maximum an Leistung bekommt, sondern auch, dass das Gesamtpaket im Allgemeinen auch sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Darunter verstehe ich immer den perfekten Spagat zwischen Preis, Leistung und Design hinzubekommen. Denn ich bin der Meinung, wenn man schon sehr viel Geld für seinen neuen PC investiert, dann darf dieser auch ruhig richtig gut dabei aussehen und gerne zum Highlight eures PC-Setups werden. Wenn euch dieser Ansatz gefällt, dann abonniert jetzt den Kanal, da auch zukünftig weitere PC-Konfigurationen in allen Preisklassen folgen werden. Jetzt aber genug mit dem Vorgeplänkel, es ist Zeit, dass ich euch endlich verrate, welche Komponenten in unseren 1500€ Gaming-PC verbaut sind und vor allem, warum ich diese am Ende auch ausgewählt habe. Den Anfang macht hierbei der wichtigste Bestandteil eines Gaming-PCs, nämlich die Grafikkarte. Hierbei setzen wir auf keine geringere als die RX 6800 XT. Es sind nur noch wenige Tage, bis sie endlich am 18.11.2020 erhältlich sein wird. Leistungstechnisch befindet sie sich ungefähr auf dem Niveau einer RTX 3080 aus dem Hause Nvidia. Mit dem Unterschied, dass die RX 6800 XT mit ihren 16 GB über ganze 6 GB mehr VRAM verfügt als die RTX 3080. Gerade wenn man in höheren Auflösungen zocken möchte, wie zum Beispiel in 4K, kann man durchaus davon profitieren. Denn wie im Intro bereits erwähnt, sind flüssige 60 FPS mit Ultra-Settings ein Kinderspiel für die RX 6800 XT. Wer also in WQHD oder gar noch Full HD zockt, der sollte hier am besten zu einem etwas günstigeren Grafikkartenmodell greifen oder sich einen neuen Monitor anschaffen, welcher denn der RX 6800 XT auch würdig ist. Denn in WQHD und gerade in Full HD langweilt sich hier die Grafikkarte eher. Kommen wir nur noch zu den einzelnen technischen Daten der Grafikkarte an sich. Wie schon bereits erwähnt, verfügt sie über ganze 16 GB GDDR6 Speicher, hat einen Basistakt von ganzen 2015 MHz und einen Boosttakt von ganzen 2250 MHz, was schon außergewöhnlich hoch ist, gerade wenn man es mal mit den Nvidia Grafikkarten vergleicht. Anschlusstechnisch verfügt sie über zweimal DisplayPort, ein HDMI-Anschluss und einmal USB Typ C. Was ist die zweitwichtigste Komponente eines Gaming-PCs? Richtig, die CPU. Hierbei setzen wir auf den brandneuen Ryzen 5800X. Dieser verfügt über 8 Kerne, 16 Threads und einen Basistakt von 3,8 und einen Turbotakt von 4,7 GHz. Und die TDP beläuft sich hierbei auf 105 Watt. Die 8 Kerne sind auch perfekt fürs Gaming geeignet, sollte man hingegen aber sein PC auch für kreative Anwendungen wie zum Beispiel der Video- und Bildbearbeitung oder gar Streaming verwenden, könnte es sich hierbei lohnen, dass man noch ein paar Euro mehr investiert, um sich stattdessen einen Ryzen 5900X zu kaufen, da dieser mit seinen zusätzlichen 4 Kernen und 8 Threads gerade in Multicore-Anwendungen noch einmal einen ordentlichen Performance-Boost mit sich bringen kann. Doch nutzt du dein PC hauptsächlich fürs Zocken, wird dir der 5800X die nächsten Jahre sehr, sehr gute Dienste leisten. Ebenfalls ein netter Nebeneffekt, dadurch, dass wir hier einen Ryzen 5800X mit einer Radeon 6800 XT miteinander kombinieren, halten wir uns auch die Option offen, dass wir auf die neuen AMD-exklusiven Features Range Mode und den Smart Access Memory zurückgreifen können. Dadurch soll laut den hauseigenen Benchmarks von AMD eine Leistungssteigerung von zusätzlichen 3-13% möglich sein. Hierbei bleibt aber erstmal abzuwarten, was denn am Ende auch für Leistungssprünge aus unabhängigen Reviews und Tests wirklich hervorgehen werden. Wer mehr darüber erfahren möchte, den verlinke ich einmal oben rechts in der Infocard ein Video, wo ich auf die Features noch etwas näher eingegangen bin. Zu einer guten CPU gehört natürlich auch ein guter Kühler. Dementsprechend setzen wir hier auch nicht auf den beigelieferten Kühler, sondern verbauen hier den Arctic Freezer 34 eSports. Dieser bietet zum einen eine gute Kühlleistung, aber auch gleichzeitig eine sehr schicke Optik und fügt sich mit seinem schlichten Schwarz auch sehr gut in unseren Gesamtbild ein. Alternativ würde ich aber, wenn es euer Budget hergibt, hier eher auf eine Kompaktwasserkühlung setzen, weil diese nochmal etwas bessere Kühlleistungen erzielt. Hierbei empfehle ich euch den Arctic Liquid Freezer mit einem 240mm Radiator. Diese Wasserkühlung kostet lediglich 75€ und ist damit sehr günstig für eine AIO. Besonders an dieser Kompaktwasserkühlung ist, dass sie trotz ihres niedrigen Preises in den meisten Tests extrem gut abgeschnitten hat. So bietet sie eine sehr gute Kühlleistung und ermöglicht aber auch gleichzeitig einen leisen Betrieb. Wenn ihr also nochmal 40 bis 50€ mehr überhabt, dann sind diese dort sehr gut angelegt.
Als Mainboard setzen wir hierbei auf das Asus TUF Gaming B550M+. Dieses Mainboard gehört sicherlich nicht zu den schönsten Boards, es kann aber in den wesentlichen Punkten durchaus überzeugen. Denn trotz des geringen Preises von nur 130 bis 140 Euro macht das Asus TUF Gaming B550+ in puncto Ausstattung und Performance einen sehr guten Gesamteindruck und kommt auch mit allen Vorteilen einher, welche einen B550-Board so bieten. Darunter natürlich allem voran PCI Express 4.0. Kommen wir nun zu der zuvor angesprochenen guten Ausstattung. Am I/O-Schild findet man 2x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.0, einmal USB Typ C 3.1, einmal USB-A 3.1, eine LAN-Buchse, einmal HDMI plus DisplayPort und die obligatorischen Soundanschlüsse. Auf dem Mainboard selbst findet man auch noch dann insgesamt zweimal den M.2-Slot. Das bringt auch schon direkt zum nächsten Punkt, nämlich der SSD. Natürlich kommt auch bei unserem Bild eine M2-SSD zum Einsatz. Genau sagt die Crucial P1M2-SSD mit 500 GB. Auch hier sind 500 GB nicht gerade viel, reichen aber für den Anfang völlig aus. Und da es hier mit dem Budget mit 1500 Euro doch etwas knapp wurde, habe ich hier bei der SSD etwas eingespart. Aber auch hier kann man problemlos jederzeit die SSD erweitern. Ebenfalls bietet auch das Gehäuse, wo wir später noch zu kommen, über genügend Erweiterungsmöglichkeiten, um zum Beispiel auch HDDs oder entsprechende Data-SSDs zu verbauen, ohne dabei große Umbaumaßnahmen an sein PC vornehmen zu müssen. Als Arbeitsspeicher kommt diesmal kein RGB-Speicher einher, einfach auch wieder auf Grundlage des Budgets mussten wir etwas einsparen, weil wir halt sehr viel in die CPU und auch die Grafikkarte investiert haben. Daher kommt hier nur der Corsair Vengeance LPX zum Einsatz, das ist ein sehr, sehr guter Arbeitsspeicher, aber eben ohne RGB. Hierbei setzen wir wie üblich bei meinen PC-Builds auf 16 GB im Dual-Kit mit 3200 MHz. Auch hier könnte man bei der Megahertz-Zahl auf 3600 hochgehen, einfach weil bei Ryzen 5800 entsprechend auch der Sweet Spot dort liegen wird, so wie es jetzt bisher aus den Reviews hier vorging. Daher hat man da nochmal etwas mehr Performance, das hält sich aber auch eher in Grenzen, sodass hier auch 3200 theoretisch ausreichen. Aber wer nochmal wieder da auch 10 Euro mehr hat, der kann gerne auf die 3600er Variante zurückgreifen. Als Netzteil setzen wir auf das Co-Link mit 700 Watt. Das ist ein 80 plus Gold zertifiziertes Netzteil, welches auch dementsprechend mit allen nötigen Schutzschaltungen einherkommt. Und natürlich ist das Ganze auch vollmodular, sodass man auch keinen großen Kabelsalat hat. Man kann halt wirklich nur die Kabel dann halt reinstecken und benutzen, die halt auch benötigt werden, sodass man nicht irgendwo noch einen riesigen Kabelstrang hinten im Gehäuse rumfliegen hat. Auch hier ist wieder das ewige Streitthema, reichen denn 700 Watt überhaupt aus? Das bleibt natürlich nur mal abzuwarten, wie viel am Ende die Grafikkarten wirklich an Strom verbrauchen, weil diese zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt noch nicht auf dem Markt sind. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass diese wirklich dann mehr verbrauchen als eine RTX 3080, welche schon sehr hoch liegt. Auch da sagt man immer, dass 600 Watt theoretisch ausreichen würden. Allerdings gibt es gewisse Peaks, die auch mal die Grafikkarte erreicht. Das kann ich mir auch bei der RX 6800 XT durchaus vorstellen. Daher sind hier 700 Watt einfach nochmal ganz gut, um sicher zu gehen. Wer nochmal etwas mehr Budget zur Verfügung hat, kann auch hier, um ganz sicher zu gehen, auf 800 Watt oder maximal 850 Watt zurückgreifen. Das würde aber dann auch völlig ausreichen für die Kombination aus Ryzen 5800X und einer RX 6800 XT. Als Gehäuse kommt ein All-Time-Favorite auf meinem Kanal zum Einsatz, das Aerocool Cyclone Pro, welches wahlweise in Weiß oder in Schwarz erhältlich ist. Das bleibt an euch überlassen, was ihr dadurch wählt. Ich finde, beides würde zu unseren Komponenten passen, denn auch das Weiße sieht sehr, sehr hübsch aus. Da könnte man auch bei den CPU-Kühlern nochmal die weiße Variante nehmen und dann nochmal hinten weißen Lüfter verbauen. So hat man nochmal dezente Akzente gesetzt, aber das ist alles so eine Spielerei, die euch überlassen bleibt. Das Gehäuse kommt außerdem mit einer dezenten RGB-Beleuchtung her, verfügt über ein Glasfenster, was mir besonders wichtig ist, um auch die sorgsam ausgewählten Komponenten zu präsentieren. Außerdem verfügt es über einen Lüfter am Heck ab Werk. An der Front kann man auch problemlos einen 360mm Radiator verbauen. Natürlich würde auch hier entsprechend der 240mm Radiator der empfohlenen Wasserkühlung problemlos vorne reinpassen. Den würde ich auch empfehlen, dort zu verbauen. Außerdem verfügt das Gehäuse über ein Cable-Cover, was auch hinten das Kabelmanagement etwas erleichtert. Außerdem haben wir, wie zuvor natürlich schon kurz erwähnt, die Möglichkeit, hier bis zu 4 SATA-SSDs problemlos nachzurüsten. Natürlich findet man auch oben auf den Case noch entsprechende Anschlussmöglichkeiten. Die setzen sich aus 2x USB-A 3.0 zusammen und einmal Mikrofon als auch Kopfhörereingang. Ihr seht also, ich habe nicht zu viel versprochen und der PC bietet ein sehr schönes Gesamtpaket und wird euch auch mindestens die nächsten 3-5 Jahre in puncto Gaming voll zufriedenstellen. Schreibt mir aber auch mal gerne in die Kommentare, in welchen Preisklassen ich als nächstes PC-Konfiguration für euch machen soll. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.